Ich bin die Maria und ich war ein Jahr lang in Argentinien, genauer gesagt in der Provinz Misiones. Das ist so bei der Grenze zu Paraguay und Brasilien im Nordosten des Landes. Und ich habe da an der bilingualen Schule Tacuapí gearbeitet. Das ist eine Primarschule für indigene Kinder. Und wir haben da, ich habe da mit einem anderen Deutschen Talleres gemacht, sagt man dazu. Wir haben also fast Unterricht gemacht in Musik, Informatik und Mathe. Ich habe mitgebracht einen Kopf aus Holz. Den hat mir eine Person geschenkt, die mir sehr wichtig geworden ist in dem Jahr. Und die Indigenen, mit denen ich gearbeitet habe, machen eben auch so Artesania, Kunsthandwerk, Schnitzereien und Körbe. Und das ist eben ein ganz besonders schönes Stück. Und es erinnert mich auch an die, die mir das geschenkt hat. Ich denke, dass ich an dem Jahr persönlich sehr viel gewachsen bin. Also ich habe ganz viel über mich selber gelernt. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt. Und ich glaube, dass mir es einfach in meiner persönlichen Entwicklung sehr viel gebracht hat, aber auch einfach auch im Umgang mit meinen Mitmenschen, dass ich offener geworden bin und ausgeglichener. Mein Tipp für alle, die ein Freiwilligenjahr machen wollen, wie ich, ist, dass man sich früh genug darum kümmert. Also so ein Jahr vorher ungefähr, dass man einfach recherchiert, schaut, was es eigentlich gibt und was mit dem übereinstimmt, was man gerne machen möchte. Und dann findet man da bestimmt auch was.